Hallo meine lieben Freunde, hier bei Schroff gezockt. Ihr seht hier schon an der Seite des Bildschirms ein Logo, was euch bis jetzt wahrscheinlich auf meinem Kanal total unbekannt sein sollte. Und zwar Super Nintendo. Ja, dadurch, dass ich ja meine Gameplay-Videos über das Super Nintendo aufnehme, wir haben uns bis jetzt ja fast ausschließlich um den Super Game Boy bzw. um Game Boy-Spiele gekümmert. Und die beste Aufzeichnungsmöglichkeit meines Empfindens nach ist der Super Game Boy. Bin ich natürlich wieder daran gelangt, auch Super Nintendo-Spiele zu spielen und habe mir auch in den letzten Wochen entweder von Freunden aus deren alten Bestand was gekrallt oder natürlich auch hier und da das ein oder andere Schnäppchen auf eBay oder irgendwelchen Kleinanzeigen. Flohmärkte habe ich jetzt nicht in der Nähe gehabt, also das soll ich dann auch mal mit in meinen Beutezug aufnehmen. Aber klar, so eBay und wo man so die Augen offen hält, habe ich das ein oder andere Schnäppchen gemacht. Unter anderem dieses hier, was wir uns mal als allererstes angucken. Und zwar nicht aus einem schlechten Grund als erstes, sondern es ist ein Spiel, was damals auf dem Super Nintendo unheimlich große Spuren hinterlassen hat. Und ja, auch irgendwie das Ganze in ein neues Level gepusht hat. Und ich habe es früher total gerne gespielt. Ihr habt es ja eh schon gesehen im Betreff. Es ist Starwing. Oder wie es in Amerika und Japan meines Wissens nach heißt, Star Fox. Ihr seht schon, der Zustand der Cartridge ist nicht gerade der optimale. Wir haben hier so leichte Klebereste. Die könnte ich natürlich auch entfernen mit Benzin oder sowas. Aber ganz ehrlich, mir ist das relativ egal. Hauptsache, die Cartridge funktioniert. Ich möchte euch noch kurz vor einer Sache vorwarnen. Die Datei, die ich aufgenommen habe von mir selbst, wie ich das Spiel spiele, ist leider so im letzten Drittel oder im letzten Viertel kaputt gegangen. Deswegen muss ich da dann nochmal neu einsteigen und euch das nochmal so im Endeffekt so im Nachhineinbericht erstatten, wenn das jetzt so richtig ausgedrückt war. Ich muss gerade noch mal gucken, wo ich da genau einsteigen muss. Nur es ist wirklich so, die Datei, die ist irgendwie dann zerstückelt. Da sind Zeitsprünge drin und man versteht keinen einzigen Satz mehr, den ich da spreche. Deswegen werde ich da einen Cut machen, wenn das einsetzt und von hier aus wieder einsteigen, so dass wir dann noch mal ja, im Endeffekt das Ganze ein bisschen nachvertonen. Ist ein bisschen schade, tut mir selbst ein bisschen leid, aber ich denke mal, anders geht's einfach nicht und was anderes möchte ich euch auch nicht zumuten. Ja, deswegen jetzt viel Spaß mit Starwing und wir haben die Route 1 durchgespielt. Das Spiel bietet drei verschiedene Routen an, die man auswählen kann. Alle starten auf demselben Planeten und enden auf demselben Zielplaneten, aber die Routen sind halt unterschiedlich, Entschuldigung. Deswegen lasst mir doch mal einen Kommentar hier, ob ihr sehen möchtet, wie wir auch die zweite und die dritte Route mal durchprobieren. Das hier ist jetzt die Route 1. Ich denke mal, die meisten Leute von euch, die das Spiel kennen, kennen das auch. Und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ich habe es nicht besonders rühmlich gemacht, aber dafür gründlich und habe den Endboss weggefegt und ziemlich viele Levels auch mit ziemlich viel Prozent abgeschlossen, was für ein Blindplay gar nicht mal so verkehrt war. Gut, deswegen viel Spaß dabei. Geil. Das ist wie Star Wars gucken, ne? So ein 90er Kind wie mich ist das wirklich hier die ultimative Erinnerung. Voll geil. Piu, 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 piu. Ja, meine Freunde, Starwing auf dem Super Nintendo, also damit verbinde ich mal sehr viel, wie mit fast allen Spielen, die wir bis jetzt angeguckt haben, aber mit Starwing auch sehr viel, weil das seinerzeit das allererste 3D-Spiel war auf dem Super Nintendo. Ich glaube, es gab sogar schon mal Leute, die vorher mit diesem 3D-Chip rumexperimentiert haben, aber das ist halt das erste, was richtig fett dann auch durch Marketing, durch Nintendo vermarktet wurde. Ich muss noch ein bisschen meine Gesichtsmuskeln lockern. Ja, ich habe es Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Hoffentlich schaffen wir es mal irgendwie in einem durch hier.
aus heutiger Sicht sieht das natürlich total scheiße aus, ne? Diese Vektorgrafik und so, aber es war damals eine Revolution auf Konsolen, 3D-Grafik zu sehen. Okay, damit drehen wir, damit gibt's Schub, damit gibt's eine Bombe. Mit B bremsen wir und mit Y schießen wir. Mit Select können wir die Sicht wechseln. Mhm. Ja, das ist, glaube ich, ab und zu mal ganz wichtig, weil einem sonst das Schiff auch gerne mal im Weg ist. Ja, nehmen wir doch mal das. Ja, jetzt haben wir hier die Auswahl, ob Training oder Spiel. Ja, soll ich mal ein bisschen trainieren vorher? Nein. Ich denke mal, wir sind bis jetzt immer gut damit gefahren, wenn ich einfach mal ein Blindplay mache. Das wird ja heute auch so sein. Jetzt kann man sich hier drei Routen auswählen, wie wir zu Venom kommen. Und auf Venom ist dann wahrscheinlich der große Endkampf. Ich kann mich noch erinnern, das war so ein Gesicht, gegen das man dann kämpfen musste. So eine große Maske. Ja, ist das jetzt hier nach Schwierigkeit irgendwie? Also das sieht mir... Sollen das Farben sein? Ist das Gold? Und das ist... Weiß ich nicht. Und das ist Silber oder was? Ich weiß es nicht. Nehmen wir doch einfach mal Route 1. Wie komme ich denn in dieses schwarze Loch da? Naja, das weiß ich alles nicht mehr. Das ist echt verloren gegangen über die vielen Jahre. Star Fox Team, euer Ziel ist der Planet Venom, den ihr vernichten müsst. Ja, wer hätte das gedacht? Viel Glück. Good luck. Good luck, da sagt das uns auch nochmal. Emergency. Emergency. Wir sind für den Krieg präpariert, habe ich gehört. Das ist ja nicht schlecht. Zang. Dann gib mal Stoff hier. Ah, ich bin direkt wieder in der Musik drin. Ding. Yeah, alles klar, Jungs. Los geht's. So, kann ich hier auch ins Cockpit rein von der Sicht her? Ich glaube, das war immer am angenehmsten. Anscheinend nicht. Naja, wir sollten lieber mal so ein paar von den Gegnern wegballern. Und das durch die Tore fliegen, das hilft natürlich auch. Boah. Ja, dabei trotzdem nicht vergessen, die Gegner auch mal zu bumm wegzumachen. Boah. Ah, jetzt kriege ich einen Doppelblaster. Mann, ey, ich treffe die Gegner überhaupt nicht. Ich schieße jetzt einfach mal ganz wild um mich. Oh! Boah, da muss man sich jetzt mal wieder dran gewöhnen. Boah. Ja, manche von euch werden sich wahrscheinlich gerade denken, Alter, was ist das denn? Man kann hier wirklich aus heutiger Sicht kaum was erkennen, ne? Das ist ja wirklich der... Irgendwie baller ich meinen Kumpels hier die ganzen Gegner weg. Na, aber der hier... Oh! Kann ich mich denn hier nochmal drehen? Wie war das denn nochmal? Uah. Ah ja. Uah. Was war das? Ich glaube, das hätte ich mal lieber sammeln sollen, was? Aha. Fliegen wir mal ganz elegant dran vorbei. Ich finde halt schön, dass anscheinend diese Vektorgrafik dem Super Nintendo nicht allzu viel abverlangt hat. Also, beziehungsweise es wurde gut programmiert. Es läuft sehr flüssig, das ist schön. Und das waren halt Sachen damals, klar, der PC fing auch damit an, mit Vektorgrafik und 3D-Spielen und so. Das war so damals die Zeit, 92, 93 und so. Oh. Da gibt's nochmal Energie abzuluxen. Die nehmen wir natürlich gerne mit. Puh. Ja, der PC fing damals auch an, so mit 3D-Grafik, aber da war natürlich das Problem, dass ganz viele Systeme, ne, so der Heimcomputer, den man zu Hause stehen hatte, der war natürlich oft, da muss ich gerade mal meinen Kumpel befreien, der war natürlich oft nicht leistungsmäßig so stark drauf, sodass man da oft das Problem hatte, dass es 3D-mäßig auch total rumgeruckelt hat. Ein dickes UFO, das hauen wir natürlich mal eben futsch. So, jetzt bin ich so langsam wieder drin in der Steuerung. Es ist ein bisschen schwierig teilweise, weil man sich so selbst vorm Bild rumjagt. Also man ist sich teilweise selbst im Weg. Mit dem Raumschiff. Oh. Da ist auch schon der Endboss aus dem Intro.
So, jetzt müssen wir mal gucken, dass er uns irgendwelche blinkenden Flächen aufdeckt. Die sind dann verwundbar. Ah ja, so wie hier diese... Oh, was war das? Immer schön auf die Dinger. Jetzt haben wir schon eins abgeschossen. Wow, da kamen Raketen raus, die habe ich nicht gesehen. Na, oh, vielleicht soll ich auch mal eine Bombe schmeißen, ne? Ah ja, die hat auch direkt mal ganz gut Energie abgezogen. Und noch eine, komm. Smack. Oh, fuck, das habe ich zu spät gesehen. So, das kann jetzt nicht mehr lange dauern. Dass wir den hier weggenockt haben. Aha. Hinfort mit dir. Bam. Eine super krass gleißende Explosion. Yeah. Alles okay, Jungs. Soweit so gut. Okay, und weiter. War das alles. Ja, dieser Falke, der war natürlich immer am allercoolsten. Oder Adler oder was das ist. Ah, Falco. Das soll dann wohl ein Falke sein. Peppy, Falco und Slippy, meine super Begleiter. Na gut, nur 91% der Gegner weggebumst. Das ist aber für ein Blindplay, glaube ich, mal gar nicht allzu übel. Kein Leben verloren. Uha. Geht doch. Irgendwie fällt mir immer dieser Controller hier runter. Asteroidengürtel. Andros lässt in diesem Gebiet eine Basis errichten. Ihr müsst alle Maschinen zerstören. Warum macht er denn mal zwei Ausrufezeichen danach? Das ist doch... Naja. Etappe 2. Ah, jetzt aus der Cockpit-Sicht. Das ist aber schön. Toll. Direkt mal einen von Schild gekriegt. Na. Man muss erstmal auf diese Grafik klarkommen. Ne? Das wird... Boah, voll die Kollision. Oh, das sind jetzt die Asteroiden. Diese roten, die kann man abschießen, und die goldenen. Sie verfolgen mich. Ja, wo denn? Da. Ha, den kriege ich doch. Boom. Schieb ab, Fox. Ja, das ist der Dank. So, wenn man da den Kopf erledigt, dann fliegen, glaube ich, alle weg. Ah, Energie, sehr gut. Zack, zack, zack. Bam, bam, bam. Alles weg. Bumsen hier. Ah, wieder Energie. Ah, scheiße. Boah, das ist aber schwer, die Dinger zu treffen, ne? Oh, jetzt muss ich gerade mal ein bisschen aufpassen hier. Der Asteroidengürtel. Wartet natürlich mit der einen oder anderen Kollision auf mich. Man kann leider nur die goldenen... Oder braun oder was das auch immer sein soll, hier abschießen. Oh, da ist eine Bombe, die sollte ich auch einsammeln. Uah, und da kommen schon wieder einige Asteroiden. Trotzdem die Gegner nicht aus dem Auge verlieren. Ah, da ist schon wieder so eine... Ah, Energie, 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 Energie. Ja! Uah, was war das? Ah ja, hier, wenn ich den in der Mitte wegballer, dann verteilen sich die Asteroiden so... Ah, scheiße. Volle Kollision hier. Meine Güte, was mögt ihr modernen Menschen denken, wenn ihr dieses Spiel seht? Also bei mir löst es total krasse Kindheitserinnerungen aus. Und ich denke mal, viele, die meine Videos gucken, denen geht es ähnlich. Ich denke mal kaum, dass ich hier viele Abonnenten habe, die gerade mal 13 sind oder so. Das... Wird wahrscheinlich nicht so sein. Ich habe ja sowieso kaum Abonnenten aktuell, aber vielleicht ändert sich das ja noch. Ah ja, jetzt kommen noch dicke Asteroiden. Da sollte man natürlich aufpassen, dass wir nicht davor knallen. Oder sind die nur die Kulisse? Boah, scheiße. Boah, die ziehen aber ordentlich Energie ab, diese Geschosse. Scheiße. Ah, da war Energie, da war auch Energie. Los, immer durch, immer durch, immer durch. Ja. Das hat zumindest ein bisschen was rekonstruiert. Wer ist er hier? Ach du Scheiße, da kommt der Endboss und ich habe gerade ein bisschen Schild verloren.
Ah ja, okay. Dem schmeißen wir auch mal eine schöne Bombe dahin. Dem soll ich natürlich immer schön auf diese Dinger hier schießen. Oh, die habe ich mir jetzt alle weggebraten. Geil. Ich habe jetzt nämlich keinen Bock, irgendwie tot zu gehen. Deswegen habe ich gerade mal diese... Boah, das war gut. Schön ausweichen, diesen dicken Geschossen, weil die ziehen richtig Energie ab. Das läuft doch ganz gut. Na komm. Yes! Auch weggeballert hier den... Keine Ahnung, wie der jetzt hieß. Hätte ich mein Schild eigentlich auch mal aufgeladen zwischendurch? Alles okay, Jungs. Soweit so gut. Ach, sagen die das jetzt jedes Mal? War das alles. Also es kommt, glaube ich, immer drauf an, was wie die Energie so abgebraucht ist, ne? Die sind alle noch voller Energie. Wieder 91% der Gegner weggebombt. Ey, cool. Bonus, ein Versuch. War das jetzt ein Leben oder was? Hab ich jetzt ein extra Life gekriegt? Boah, und wir treten in den Hyperspace ein, meine Freunde. Uhuhuhu, jetzt wird's aber spannend. Eine Sternschnuppe, wie schön. So, wir sind jetzt bei der Raumflotte. War das das, wo ich durch diese dicken Schiffe durchjagen muss? Schauen wir doch mal. Auch mal geil, wie der dieses Mini-Icon dann so anzoomt. Und dann hat man diese super krasse Pixel-Grafik. Aber das tut doch alles gar nichts. Es macht trotzdem Laune ohne Ende. Die Raumflotte besteht aus gewaltigen Schlachtschiffen. Zerstört ihre Energiekerne. Jawohl, Officer Dogge. Good luck. Good luck. Etappe 3. Oh, wir werden wieder langsamer. Sind aus dem Hyperspace wieder ausgetreten. Ja, und... Ist immer so ein bisschen schwer zu... Boah, jetzt habe ich hier so einen super Blast. Geil. Und mein Schild ist auch wieder aufgeladen. Das finde ich natürlich auch sehr nett. Der Schuss ist natürlich gut. So kann ich arbeiten. Tuk, 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 tuk. Das war ein extra Leben. Ah, dann war das vorhin wahrscheinlich ein Continuum. Kann das sein? Vielleicht sind wir jetzt gewappnet für den... Um das komplett durchzuzocken. Obwohl ich es blind versuche. Ja, ich kann mich auch erinnern, dass das jetzt wirklich nicht das allerschwerste Spiel auf der Welt war. Definitiv nicht. Ja, aber unterschätzt nie die Macht, wenn man sowas mal blind wieder anspielt nach 1000 Jahren, ne? Also, unterschätzt nie die Macht. Bei so einem Space-Shooter. Das passt natürlich. Schön die Energie mitnehmen. Ah ja, genau. Das ist das, was ich meinte. Man fliegt durch irgendwelche komischen Raumschiffe durch und muss deren Energiekern zerstören. Ja, hier ist wieder das Problem. Jetzt hat er wieder automatisch ausgezoomt. Was ist das? Schild, cool. Jetzt bin ich wahrscheinlich nochmal so ein bisschen mehr unverwundbar oder sowas. Ja, das, man kann so um seinen Durchsatz... ich habe den Kern anscheinend zerstört. Ja, teilweise merkt man gar nicht, was hier abläuft. Das ist ja wirklich krass. Quark, helf mir. Ja, sicher. Bam. Kann ich denn jetzt auch wieder aus meiner Schiffssicht gucken oder was? Ah ja, sehr gut. Weil die finde ich doch sehr praktisch, die Sicht, muss ich sagen. Boah, hier muss man aber auch aufpassen, dass man... Ah, ja, das sollte man abschießen hier. Na komm. Bäm, das ganze Schiff wäre gebumst hier. Die sehen auch komischerweise gar nicht aus wie irgendwelche... Zerstörer und so von Star Wars, ne? Ich folge dir rein. Ja, super. Dann kann ja nichts mehr schief gehen, ne? So, jetzt muss ich hier mal wieder gucken, was so abgeht. Ah ja. Ey, das ist echt bescheuert, ne? Das Flugzeug ist genau im Weg. Boah, wie soll das denn gehen? Die Türe da muss ich irgendwie aufschießen anscheinend. Bombe. Ah, kack. Energie ist immer gut. Ich sehe
eh nicht so richtig, was da auf mich zukommt. Ist das schon wieder der Kern? Nein, das ist eine Tür. Ah, da ist der Kern. Bäm. Ich meine, man zerstört den, glaube ich, auch, wenn man da direkt durchfliegt. Aber es zieht natürlich ein bisschen Energie ab. Das muss ja nun auch nicht sein. So, bitte wieder ins Cockpit, wenn es geht. Zu. Das Gute ist, dass man nach einer kurzen Zeit irgendwie verwundbar ist. Ja, das ist wieder nur Hintergrund. Das aber nicht, okay. Boom, 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 boom. Ist das Hintergrund? Anscheinend nicht. Man muss ja wirklich erstmal gucken, was kann man denn kaputt machen oder nicht. Ah, Energie. Nehmen. Achso, brauchte ich gar nicht, aber egal. Schaden kannst du ja nur auch nicht, ne? So, diese Dinger hier, die sind auch immer fies, weil die so weit wegfliegen und dann trifft man die kaum. Uah, und dann schießen irgendwelche merkwürdigen Sachen. Zack. Boah, was ist das? Ist das der Endboss? Ich werde hier auch noch voll von seinen Lasern getroffen. Ich weiß nicht, wo ich hinschießen soll. Achso, ich fliege wieder durch. Jo. Ah, okay, ich verstehe. Man changed hier den Weg, wie diese Tür aufmacht. So. Oh Mann, scheiße. Ja, jetzt geht hier nach unten auf. Die geht auch nach unten auf. Die geht nach oben auf. Okay. Und die geht nach unten auf. Das lassen wir doch mal so. Gebt mir bitte nochmal Energie, das wäre nicht schlecht. Ja, super, danke schön. Weil das hört sich doch schon irgendwie nach Endboss-Musik an hier. Ah, Türen auf, bitte. Lassen Sie mich durch, ich bin Arzt. Ich kann nichts mehr steuern, das macht er jetzt alleine. Jetzt werde ich anscheinend zum Endboss geführt. Meine Freunde. Nochmal recken und strecken, damit wir den auch schön wegnocken. Eine lustige Zentrifuge. Ich schweb hier im luftleeren Raum. Wie geht das denn? Okay, das bringt nichts. Wahrscheinlich soll ich diese Energiefelder da wegbumsen. Das ist natürlich auch gar nicht mal so easy, weil die jetzt auch noch stehen bleiben. Ich treffe die überhaupt nicht, ne? Ich schmeiß mal eine Bombe. Vielleicht hilft das. Ah ja, das hat auf jeden Fall ein bisschen Energie abgezogen. Ah, na fantastisch. Oh, was ist das denn? Da kommt doch irgendwas geflogen. Jetzt ist der Kern freigelegt. Immer drauf, immer drauf. War es das? Irre Scheiße, sag ich mal, mein lieber Mann. Oh, das ganze krasse Raumschiff abgesmackt. Boom! Boah! Ist das schön. Alles okay, Jungs? Ah, er hat immer noch volle Energie. Er auch. Und er natürlich auch. So kann's weiterlaufen, meine Freunde. Wie viel haben wir weggebumst? 100%! Ich bin der Starwing Master. Wer hätte das gedacht? Bei einem Blind Play direkt 100% in der Stage. Nicht schlecht. Meteor. Ich kann mich irgendwie erinnern, dass das, glaube ich, echt schwer war. Aber mehr weiß ich auch nicht mehr. Die Meteor-Schlachtbasis. Nur ein Tipp. Benutzt den Rückschub, wenn ihr zu schnell seid. Viel Glück. Ach, Rückschub, ja. AB war das, ne? Entschuldigung, ich habe ein bisschen Schnupfen. Wenn ich ab und zu mal hier so einatme, dann ist das natürlich nicht besonders höflich, aber es muss sein. Ich kriege sonst keine Luft mehr. So. Das mit dem starken Schuss ist natürlich nicht übel. Oh Mann, ich wollte gerade nach Innenansicht schalten, aber ich glaube, das geht hier wieder nicht. Weil irgendwie die Innenansicht mir doch sehr gut gefällt. Ey Mann, ihr schießt aber mal verdammt zielgenau auf mich hier mit euren Kackgeschossen. Energie, Energie, Energie. Ja. Aber direkt so ein bisschen auf den Boden getitscht, ne?
Boah, jetzt weiß ich auch, was der mit Rückschub meinte. Das kommt ja wirklich alles ganz schön flott hier. Jetzt bremse ich, weißt du? Das kommt ja mal alles ganz schön flott hier angeflogen. Boah, jetzt habe ich auf jeden Fall einen ziemlich mächtigen Schuss, aber ich bräuchte doch mal dringend ein bisschen Energie. Da ist welche. Boah, fuck. Da ist auch wieder Energie. Ich habe sie nicht getroffen, scheiße. Oh. Ihr seid aber schwer zu treffen, Freunde. Sollte man immer alles treffen? Ja! Hä? Was war das? Boah, Hilfe, ich brauche Energie, ganz dringend. Jetzt haben sie mich abgeschossen hier, die Bodengeschütze. Heieiei, das ist aber auch mal ein Levelchen, oder? Meine Fresse. Da kommt es ja von allen Seiten. Etappe 4. Oh nein, jetzt habe ich wieder diesen voll lahmen Schuss. Boah! Diesen Geschützen hier auch immer schön ausweichen. Oh. Diese komischen Eier hier, die ziehen nämlich richtig fett Energie ab. Helf mir! Boah, Hilfe, was soll ich denn noch alles gleichzeitig machen hier? Vielen Dank. Ja, gern geschehen, aber helft mir doch auch mal hier, ihr Vögel. Oh. Jetzt habe ich eine Bombe geschmissen, wie doof war das denn? Ah, den muss ich mitnehmen hier. Oh nein, ich habe mich getroffen. Oh. Hilfe, was geht denn hier ab, ey? Verdammte Wichse. Entschuldigung. Boah, Kacke, das wird mal gar nichts hier, der Versuch. Gott sei Dank habe ich vorhin Bonusleben gesammelt, ne? Boah, fuck, ey, wie soll denn erstmal das letzte Level werden? Boom. Ja, Damage, das merke ich selbst. Ey. Ah, Kacke, jetzt habe ich den dritten nicht getroffen. Ich dachte, ich könnte ja schon wieder ein Bonusleben sammeln. Aber ich glaube, ich habe auch gerade wieder ein Bonusleben gesammelt. Kann das sein? Hm. Na, ich war... Nee, anscheinend doch nicht. Ach du Scheiße, das ist ja wirklich mal ein Vergnügen hier. Da muss man aufpassen, dass man da nicht durchfliegt, ne? Das ist wirklich eine Schande. Oh, ich bin doch ausgewichen, Mann. Oh. Boah, diese Bodendinger, die sind ja mal richtig kacke, ey. Oh, Energie, Energie, Energie. Ah, ich treffe sie noch niemals. Oh. Fuck. Bremsen bitte. Oh, nein. Was mache ich denn da für eine Scheiße, Freunde? Oh. Ey, ich habe die Hälfte Energie. Boah, ey, was ist das denn hier für ein Level? Das haben sie auf jeden Fall genau für mich programmiert. Ey. Denn hier irgendwas mal Energie? Ah, hier, endlich. Boah, aber nicht viel, ne? Ja, hallo! Oh, Mann, wie scheiße ich bin! Kacke, ey. Pure Verzweiflung hier und ich bin fast schon wieder tot. Wenn ich hier mal bis zum Endboss komme, hoffe ich doch, dass da zumindest ein Respawn-Punkt ist. Gib denn mal irgendwas hier Energie, bitte. Ja, wahrscheinlich immer, wenn man alle drei Gegner oder so abschießt, ne? Energie, Energie, Energie. Hier. Auch nochmal. Oh, ey, wie viel Energie das abzieht, das ist ja wohl der absolute Hammer. Hm. Meine lieben Freunde, das ist wirklich nicht mein Level hier. Oh, natürlich wieder ganz von Anfang. Das ist ja natürlich Logo. Ich fliege da jetzt mal fast noch rein, ne?
Der Walker, der walkt da so langsam rum. So lange, bis man abschießt, ne? Hilf mir! Ja. Ah, bisher wenig Energie, besser gesagt gar keine Energie verloren. Das ist natürlich ganz nett, aber ich hätte es nicht sagen sollen. Na, das hat jetzt nicht so ganz viel abgezogen. Boah, ist das super krass schnell hier. Ja, zumindest habe ich den jetzt wohl wieder genommen. Das ist wirklich verdammt schnell. Ja, energiemäßig läuft das Ganze jetzt gerade ein bisschen besser. Was aber kein Grund zum Verschnaufen ist. Ich dachte, ich fliege genau in diese Bombe da rein von dem. Alter Vater, ist das anstrengend. Boah. Und ich weiß noch, dass ich als Kind da sowas von locker durch bin durch das Spiel. So. Jetzt schaffen wir es vielleicht auch mal bis zum Endboss. Ich habe nämlich noch fast volle Energie. Immer schön den Dingern da ausweichen. Ja, was? Ich habe doch geschossen, ey, wie so ein Blöder. So, ich glaube, wenn ich hier alle drei abschieße, dann kriege ich auch Energie. Oder? Ja. Super. Boah, voll die Zielgeschosse. Boah, habt ihr das gesehen? Energie. Boah, aber volle Energie, oder? Boah, ist das denn da unten am Boden? Das geht ja gar nicht kaputt. Boah, hallo. Ah, hier gab es zwei Wege, in irgendeinem steckt was. Ah, hier eine Bombe. Super. Jetzt auch noch aufs Timing an, da wird wieder einer verfolgt von meinen Kameraden. Bodenbasis zerstören. Boom. Dafür gibt es natürlich noch niemals Energie geschenkt als Belohnung. Hallo, wo kommt denn mal der Endboss, ey? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Was ist denn das für ein Level hier? Oh, da ist er. Ah, die Spinne, genau, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Der sollte man möglichst schnell die ganzen Beine wegzimmern. Zing, 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 zing. Ja, jetzt prallen meine Schüsse an ihr ab. Wow. Habe ich aber bis jetzt sehr wenig Energie weggezimmert. Ah, vielleicht jetzt mal eine Bombe schmeißen. Jetzt sind die Beine rot. Jetzt kann man sie trotzdem treffen. Sehr gut. Immer weg mit den Beinchen. Ja, ich schmeiß mal noch eine Bombe. Habe ich umsonst vorhin so dort gekriegt. Oh, scheiße. Die trifft mich gerade ordentlich. Ey, was? Wow, was ist das denn? Boah, ordentliche Flammenpower. Scheiße. Oi. Komm, der letzte Bein auch noch weg. So. So, Bombe. Boah, ey, die schießt da volle Flammeninferno raus. Bombe. Boah, den krieg ich noch. Ja! Boah, war das ein scheiß Level, meine Freunde. Ja, jetzt haben wir irgendwie noch ein Leben. Wahrscheinlich zwei, ne? Einmal und null. Und dann haben wir aber wahrscheinlich noch ein... Das habe ich vorhin so verstanden. Ich habe ja ein Versuchgeschenk gekriegt. Also wahrscheinlich ein Continue. Da muss es doch drin sein, dass wir dieses Spiel zu Ende bringen. So, in dem Level habe ich nicht viel abgeschossen. Genau, 72%. Ey, da war einfach zu viel los. Ich habe noch einen Versuch. Cool. Zwei Continues. Und noch zwei Leben in diesem einen Durchlauf hier. Ich hoffe doch, dass wir es mal bis zum Ende schaffen werden hier. Venom. Jetzt bin ich aber mal gespannt, was mich nun erwartet. Boah, ich habe gerade gemerkt, die Erinnerung an dieses Spiel ist dermaßen verschwunden, also so an die Levelstrukturen und so.
Andros hält sich auf Venom versteckt. Finde und zerstöre sein Hauptquartier, Fox. Na sicherlich. Endlich wieder aus meiner Cockpit-Sicht. Das finde ich sehr nett. Ja, schade ist jetzt natürlich, dass ich keine Bombe habe. Man denkt sich natürlich auch, was ist das denn hier mit meinen lustigen Teamkumpanen? Die muss ich die ganze Zeit nur aus irgendwelchen misslichen Lagen befreien. Helfen die mir denn mal auch? Boah, hier kommen auf jeden Fall die ganze Zeit ordentlich krasse Sachen angeflogen. Ich baller hier in einer Tour. Es ist einfach die sicherste Bank. Boah. Oh, da war glaube ich ein Schuss oder so, ne? Boah, ey, Hilfe. Oder was ist denn das hier? Ach so, das, der hat einfach selbst einen Schutzschild. Boah, ey, was kommt denn hier alles angeflogen? Totales Glück, dass ich bisher nicht getroffen worden bin übrigens. Ich denke die ganze Zeit, dass hier unten wäre so ein Upgrade für meinen Schuss. Dabei sind das Gegner. Boah, boom, voll davor geflogen. Das war natürlich dämlich. Boah, die haben echt Schutzschild. Was soll das, Fox? Ja, Entschuldigung, ich kann ja hier nicht unterscheiden zwischen Feind und Freund. Boah, lauter Lenkraketen, die da auf mich zukommen. Ich fliege auch noch genau rein. Energie. Boah, das trifft man unheimlich schlecht übrigens mit in diesem Flug. Energie. Ja. Oder helfen meine Kumpane mir nur nicht, weil ich auch die ganze Zeit sie abballer. Das kann natürlich sein, ne? Nochmal ein bisschen Energie, das kann nie verkehrt sein. Ja. Immer her damit. Man weiß nicht, was als nächstes kommt. Boah, ey, da ist man... Hier ist man aber auch die ganze Zeit eher damit beschäftigt, einfach irgendwo das Zielkreuz hinzuballern. Ich bin getroffen, uiuiui. Tut mir natürlich leid. Aber ich muss auch gerade mal ein bisschen an mich denken hier. Huiuiui. Meine Freunde. Wie Endboss? Was ist das denn? Das ist doch noch nicht der Endboss. Er bewegt sich immer. Diese lustige Ente hier bewegt sich immer von links nach rechts. Das ist natürlich sehr schön. Was nun? Sie macht einen großen Zirkel. Zum, 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 zum. Ach, guck mal, das. Boah, ey. Was nun? Da sind immer Täuschungen dabei. Scheiße. Hat er mich jetzt kaputt gemacht oder bin ich jetzt kaputt? Guck mal, ich habe nur noch einen Flügel. Oh, Etappe 5 Ende? Das war mal super knapp, ey. Ich habe noch ungefähr 0,01% Energie. Oh, 100%? Ja, ich habe auch so den Eindruck gehabt, dass ich fast alles, was mir da vor die Flinte kam, weggejagt habe. Oh, Etappe 6. Jetzt kommt am Ende dieses lustige Gesicht. Ich habe keine einzige Bombe, ich habe nur noch einen Flügel. Was nun? Da soll man wohl hierher fliegen? Boah! Okay. Wohl nicht. Boah! Warum kann ich mich denn an das alles nicht erinnern? Das ist doch der Wahnsinn. Quack, helf mir, na sicher. Was denn sonst? Energie. Gut. Warum habe ich denn eigentlich schon wieder diesen Einzelschuss hier? So, ich bin auf jeden Fall super schön gedamaged jetzt schon. Ha, das habe ich nämlich gelernt. Oh, das war dämlich, ne?
Ich habe nur die Bombe gesehen und dachte, die will ich haben. Wie komme ich denn dann an diese Bombe ran, ist die Frage. So, jetzt habe ich auf einmal auch wieder einen Flügel. Ich habe auch wieder drei Bomben. Oh, scheiße. Hey, das ist ja nicht mehr christlich hier, oder? So. Ha, sehr gut. Habe ich mir direkt das bisschen Energie, was ich schon verloren habe, wieder geholt. Ja, immer her mit der Energie. Kann nicht schaden. Boah, diese Bodenteile schon wieder. Schnell Energie wiederholen und wieder damagen lassen. Boah, diese Bodendinger, die ziehen richtig fett Energie ab, oder? Ah, ich will die Bombe gar nicht. Okay. Ich bremse mal eine Runde. Das bringt alles nichts. Wahnsinn. Boah. Was ist das denn bitte zum Henker? Ja, ich glaube, ich muss das erste Continue mal in Anspruch nehmen. Das war's. Was ist das denn für ein Affenkopf, ey? Jo. Ist das der böse Andros? Continue. Weitermachen. Ah, mit Select kann ich das auswählen. Ach, da kann ich mir das Schiff angucken hier mit der Steuerkreuz. Ja, klar will ich weitermachen. Logo. So kurz vorm Ende jetzt noch in der Hose kacken, da kann wohl nicht sein. Oh ne, jetzt muss ich aber nicht Nummer 5 nochmal machen, oder? Ich habe die Befürchtung, dass wir Etappe 5 nochmal machen müssen. Ach, Gott sei Dank nicht. So, sonst hätte ich mit euch hier ein kurzes Päuschen gemacht und da weitergemacht, wo wir gerade waren. Ich weiß noch nicht so richtig, wie ich mit diesen komischen Hindernissen hier umgehen, soll die dann später kommen. Ich meine, hier ist es noch alles easy. Da kommt so eins und dann... Oh Mann, du Idiot, ey. So, die Energie sollten wir mal eben mitnehmen. Da ist auch wieder Energie, die nehmen wir auch mit. Da ist auch Energie, die nehmen wir auch mit. Ach, und schon wieder die Kackbodengeschütze, ey. Die tun richtig weh. Ja, hier muss man garantiert so mit Bremsen und Beschleunigen auch arbeiten. Ich habe nur noch nicht so richtig raus, wie. Wow. Oh. Ich bremse mal. Oh, fuck. Das kann doch nicht sein, dass ich jetzt an dem Zeug scheitere. Ich will zumindest mal den Endboss zu Gesicht bekommen. Ob ich ihn dann besiege, ist nochmal eine andere Sache. Fuck, ey. Auch ein bisschen Try and Error jetzt dabei. So, hier ungefähr müssen wir jetzt einsteigen. Ja, in diesem Level ist mir dann auch leider die Webcam abgeschissen. Deswegen steige ich jetzt hier mal langsam ein, um mal ein bisschen mitzukommentieren. Geieiei. Ja, dieses Level ist wirklich bockschwer, fand ich. Da bin ich auch öfter abgeschmiert. Ich weiß jetzt nicht, ob das schon passiert ist im Vorfeld oder ob das jetzt gleich hier wirklich so die ersten zackhaften Versuche sind, die wir dann auch oft verlieren werden. Gut, das wird jetzt gleich kommen. Hier diese komischen Wände sind wirklich sehr brutal, aber ich glaube, das ist schon einer der späteren Versuche. Ja, das sieht alles sehr wild aus, ist eher weniger schwer, aber was so rundherum passiert. Jetzt kommen hier wieder viele Gegner, gleich kommen wieder sehr viele Bodenstationen, die uns das Leben schwer machen. Na genau, da hinten kommen schon wieder diese lustigen Energieböller angeflogen, die kosten uns immer richtig viel Energie. Ja, Moment, ich muss mal eben das hier ausmachen. So. Da kommen die Pommes frites wieder angeflogen. Ja, ich sehe gerade schon daran, wie ich mich verhalte, dass das nicht das erste Mal ist, dass ich das Level spiele. Da bin ich wahrscheinlich schon vorher 5000 Mal abgeschmiert. Deswegen mein Beileid an alle, die bis jetzt geguckt haben. Aber das Ende lohnt sich.
So viel sei schon verraten. Wir haben es ja wirklich durchgespielt. Das habe ich ja schon in der Anmoderation verraten. Ja, da sieht es auch vom Schild noch ganz gut aus. Und diese lustigen Pommes, die kann man abschießen, muss man aber nicht. Ja. So, da haben wir den Endboss Nummer 1. Eine lustige Ente, so sieht es zumindest aus. Ja, da geht es immer darum, der wechselt seine Gestalt, also der klont sich selbst. Und da habe ich anscheinend direkt den richtigen getroffen, aus reinem Gefühl raus. Manche tun sich da sehr schwer. Jetzt ist er schon ordentlich angeschlagen und fliegt mal ein paar Runden. Eine Transformation, er verwandelt sich in etwas, was steht, so eine Art Mech-Warrior und hat auf einmal wieder viel mehr Energie. So, ich sollte vielleicht auch mal eine Bombe schmeißen, denke ich mir gerade so selbst, weil diese einzelnen Schüsse ziehen ihm zwar Energie ab, aber besonders beachtlich ist das nicht. Ja, man kann auch seinen Laserattacken relativ schwer ausweichen, man kann es versuchen, aber hier diese Raketen sind glaube ich noch böser. Aber dadurch, dass ich mich die ganze Zeit auch viel drehe, ne, immer L und R drücken, scheine ich seinen Attacken ganz gut auszuweichen. Ich habe kaum Energie verloren bis dahin. Ah, da war mal eine Bombe. Oh, die hat auch ganz gut Energie gefressen, das ist gut. Naja, auch da kommt wieder dieser Move, dass es sich selbst klont und man dann... Naja, da nutze ich jetzt die Gunst der Stunde und schmeiße ihm mal ein paar Atombomben vor den Kopf. Oder Mova-Bomben, wie die ja hier heißen. Ja, dieses Bewegungsmuster kann man irgendwie überhaupt nicht groß auswendig lernen. Der bewegt sich auch ziemlich random, habe ich den Eindruck. Dann jumpt er mal darüber, dann jumpt er wieder woanders hin. Man ist eher damit beschäftigt, diesen Raketen und Schüssen auszuweichen, die er abgibt und ihn zufällig auch mal zu treffen. Oh, da schmeißt er mit dem Bein nach einem. Ich würde jetzt mal die letzte Bombe schmeißen. Ich hoffe, das habe ich auch in dem Fall getan. Jawohl, da kommt sie. Damit sollte das Viech erledigt sein. Ja, wie wir gesehen haben, war das auch kurz vor knapp. Ich hatte nicht mehr viel Energie. Er hat schon wieder so einen komischen Energieball auf mich geschossen, der relativ viel Energie frisst. Also das war wirklich ein glücklicher Move. So, und wir fliegen mitten in diese Poperze rein, die sich jetzt gleich auch öffnet. Miau. Ja, das ist jetzt so eine kurze Sequenz, die noch kommt, bevor unser lustiger Endboss auf uns zukommt. Das ist Andros. Gegen mich hast du keine Chance. Das wollen wir mal sehen. Ja, am besten fährt man hier, wenn man sich gar nicht bewegt, bis auch bei diesen Türen. Da sollte man sich schon bewegen, allerdings nicht so, wie ich das jetzt gerade vorführe. Sondern etwas mit Bedacht, genau. So wie jetzt bei dem letzten Beispiel. Das war eine ganz vernünftige Leistung. Ja, und auch das war damals ein absoluter Flash, dieser Moment, wenn dieses Gesicht kommt, weil das war eine Sache, die hat man so auf der Konsole noch nie gesehen. Ne? Ein vollständig animiertes Polygongesicht, auch wenn das natürlich aus heutiger Sicht ein absoluter Witz ist. Ja, das, was ich da gerade mache, hat wenig Sinn. Könnte man sich vielleicht denken, ne, dass es echt was bringt, wenn man ihm diese Atombombe in den Mund reinwirft, aber das bringt nichts. Sondern man muss mal warten, bis die Augen so bläulich blinken, dann nur kann man ihm Energie abziehen. Naja, und diese Platten, die er da auf uns schmeißt, irgendwann treffen die uns halt auch mal. Das hat jetzt viel Energie gekostet. Das war leider unser vorletztes Leben. Wir brauchen, glaube ich, auch gleich nochmal ein Continue. Nochmal alles schön einsammeln, eine Superbombe. Naja, da klappt es schon ein bisschen besser. Nur einmal getroffen von den Türen. Ja, auch mal ein bisschen gebremst, ja. Da wird es schon... Genau, da haben wir ganz gute Chancen, ihn jetzt zu schaffen. Wir haben volle Energie, wir haben 4 Bomben. Aber ich glaube, ich mache es trotzdem wieder falsch. Wenn ich mich da recht erinnere, braucht man wirklich ein Continue. Das war natürlich recht schlau. Jetzt hat er gerade die Augen offen gehabt. Also er konnte gedamaged werden. Und das war jetzt schade. Die Bombe war verschenkt. Weil wir sehen, die Augen sind gerade
orange und somit kann er nicht getroffen werden. Ja, ich sollte lieber mal aufpassen, dass ich nicht von diesen Dingern getroffen werde. Ah ja, da geht's wieder los. Jetzt schmeiße ich direkt die Bombe, das war gar nicht so doof. Ich habe aber auch irgendwie den Eindruck, dass die Bombe gar nicht so viel bringt. Trotzdem sieht es vom Schild her gerade noch gut aus. Vielleicht war das doch der letzte Versuch, ich weiß es gar nicht. Ohne Continue durchgespielt, das wäre der Wahnsinn. Also an der Stelle nochmal ein Continue. Aber ich glaube, ich brauchte eins. Ah, das Auge ist kaputt. Sehr gut. Das sollte ich jetzt mit dem zweiten Auge auch nochmal machen. Ich schieße genau die ganze Zeit auf das falsche Auge. Ja, man kann immer nur in eine Richtung gucken. Wahrscheinlich habe ich mich gerade eher damit beschäftigt, nicht von diesen Dingern getroffen zu werden. Von diesen Platten, die der da ausspuckt. Jo. Ah, boom, das Auge haben wir auch erwischt. Das könnte sogar schon der Versuch sein, wo ich es schaffe. Da ist ein Würfel, wo wir das Gesicht von diesem Andross sehen. Das war das Fiese, ne? Das Gesicht kommt wieder. Boom, oh, das war ein harter Treffer. Jetzt gehen die Augen aber auch schneller kaputt, wie wir sehen. Das erste Auge ist schon dahin. Und brems, Weidemann, bevor du da abschmierst. Da kommt schon wieder ein Riesenhaufen an Material angeflogen. So, das Auge ist frei. Schieß drauf. Jawohl. Und das müsste es eigentlich gewesen sein. Da kommt wieder der Würfel. Ich treffe ihn gerade sehr schlecht, aber es hat schon gereicht. Das war tatsächlich der letzte Versuch. Sehr schön. Mit dem letzten Leben und dem letzten bisschen Schild haben wir es tatsächlich geschafft. Boom, und das ganze Raumschiff explodiert. Schnell raus hier. Ah ja, genau, das war ja diese Poperzin, die wir reingeflogen sind. Ach, war schön. Bevor jetzt der ganze Planet explodiert, sollen wir schnell mal abhauen. Alles okay, Jungs. Ribbit, ich bilde die Nachhut. Ich bin hinter dir, Fox. Wir sind ein Team. Oh, ist das nicht schön. Der Falke, der die ganze Zeit so egoistisch war, fühlt sich jetzt als Teil des Teams und kommt mit uns. Heroische Musik, sehr schön. Ja, also sowas, solche Kamerafahrten um irgendwas drumherum, das war wirklich, damals hat man noch richtig große Augen bei sowas gekriegt, ne? Also heutzutage in Zeiten von Destiny und Co. Lacht man sich über sowas natürlich komplett kaputt. Jetzt wird hier nochmal aufgezählt, wie wir die Etappen so abgeschlossen haben. Etappe 1 und 2 mit jeweils 91%, Etappe 3 100%, Etappe 4 nur 72% und in der Etappe 5 auch 100%. Wow. Und Etappe 6... 83%. Boah. Also für ein Blindplay, was das ja damals für mich war, wirklich nicht schlecht. Und Gesamtpunktzahl 53.700. Habe ich keine Ahnung, ob das gut ist. Durchschnittliche Trefferquote 89%. Finde ich für meine Skills mal gar nicht so verkehrt. You have the job, well done, yeah. Ja, damals auch so mit der Sprachausgabe und so, das war natürlich alles echt weit vorne technisch. Jetzt werden hier nochmal die einzelnen Gegner vorgestellt. Das war der Attack Carrier. Mit dem Missile Blaster als Waffe. Und darunter stehen die Maße. Ich weiß nicht, ob das Meter sein sollen oder... Das war der Rock Crusher mit dem Laser als Waffe.
mit dem haben wir uns, glaube ich, auch recht schwer getan, ne, beim ersten Versuch hier. Der, die Atomic Base, auch mit einem Laser. Voll das Riesenteil, ne, wenn man das mal vergleicht gegen die anderen Dinger, wo wir gerade gegen gekämpft haben. Na gut, das, er geht wahrscheinlich von dem kompletten Schiff aus, was wir da zu durchqueren hatten. Jo, die fiese Spinne mit ihrem krassen Feuerblaster. Wie hieß dieses Viech denn? Dancing Insector. Ja, sehr kreativer Name. Dancing Insector. Insector. So, also, da das Quietsche-Entchen. Phantron. Naja, weil er sich ja maskieren kann. Also er macht ein Phantom von sich selbst. Phantron. Mhm. Die große Transformation. Das ist natürlich immer noch Phantron. Mit dem Laser. Voll Laser, wie du abgehst. Ja, und das ist doch Andros. Letzte Etappe. Waffe Telekinese. Meter groß. Wow. Starwing. Presented by Nintendo. Ja, wieder mal ein richtig schönes Spiel, finde ich. Ne? Also, macht richtig Laune. Es ist nicht zu fordernd und es ist einfach auch motivierend. Das ist das Schöne daran. Ne? Auch wenn man hier und da mal einen Frustmoment hat, sind die Speicherpunkte und die wenn man ein Continue nimmt, das ist alles fair. Ne? Also, es ist nicht so wie bei dem manch anderen Spiel, wo man wirklich ausrastet vor Ärger. Ja, und die Credits, die gönnen wir uns doch auch noch hier. Programmed by Dylan Cuthbert und anderen lustigen Leuten mit komischen Namen. Entschuldigung, ich bin irgendwie gerade total müde. Kaya Imamura, Tsuyoshi Watanabe, Koji Kondo. Ja, hast du gut gemacht mit deinen Soundeffekten. Hat mir alles sehr gut gefallen. Ne? Die Laser waren so überhaupt nicht nervig oder sowas. Ne? Ständig so, piu, 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 piu. Man ist ja da im Dauerfeuermodus quasi. Ist alles unheimlich schön fürs Ohr. Also auch Sounds, die irgendwie ewig im Gedächtnis bleiben. Haben sie wirklich fantastisch gemacht. So, die Super FX Leute. Ich kann das noch irgendwie immer nachfühlen, wie das damals war, wo man dieses Spiel wirklich dann das erste Mal gespielt hat und auch irgendwie mal durchgespielt hat. Also es war wirklich mal was ganz anderes, so, ne? Dieses 3D und auch dieses Weltraumabenteuer. Jetzt die Story ist ja jetzt nicht großartig, man kriegt ja einfach nur Anweisungen und versucht die zu befolgen, aber das Spiel hat einen unheimlich schönen Fluss und ja, sehr kreativ alles. Es war ein richtig krasses Erfolgserlebnis, als man das so damals durchgespielt hat. Oh, der deutsche Text von Claude Mois oder Mäuse. Und das ist das Ende. Natürlich auch mit schönen Effektschip animiert, diese Schrift. Da haben wir nochmal die Erfolge. Gesamtpunktzahl. Ich glaube mal, die ist ziemlich mies, weil ich ja irgendwie kurz vor Ende nochmal Continue gebraucht habe. Und ja, die Trefferquote lässt sich aber sehen, finde ich, für ein Blind Play. Ja, und das war Starwing, meine Freunde. Ich danke euch für die ganze Zeit der Aufmerksamkeit hier und ich hoffe, auch ihr schwelgt so ein bisschen in Kindheitserinnerungen gerade oder in Jugenderinnerungen oder was auch immer. Mich hat das Spiel seinerzeit wirklich geflasht und es ist immer noch ein Spiel, was unheimlich Spaß macht, auch wenn die Grafik einem natürlich erstmal
ordentlich vor die Augen haut, sag ich mal. Das ist natürlich aus heutiger Sicht wirklich unterirdisch, was da grafisch geboten wird. Aber es ist trotzdem stimmig. Also es ist jetzt nicht so, dass man das Spiel nicht spielen könnte, nur weil die Zeit fortgeschritten ist und heutzutage 3D überall total Standard ist und natürlich heutzutage realistischer denn je aussieht. Es ist und bleibt ein Hammer-Spiel. Und da kann sich das ein oder andere noch gerne ein Stückchen von abschneiden, was heutzutage veröffentlicht wird, weil sowas immer wieder einen extrem hohen Wiederspielwert hat. Ich danke euch erstmal für euer Interesse hier und ich komme jetzt mal zum Schluss. Hab heute wieder Laberwasser getrunken. Danke euch auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit und freue mich auf das nächste Let's Play oder Let's Play durch oder angezockt hier auf Schroff gezockt mit dem Super Nintendo. Yeah!